Herzlichen Dank dafür, dass ich reden darf und einen größeren Dank, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass wir überall, wo wir können, und wenn es nur 5 Leute in einem Ort sind, aber in 1000 Orten 5 Menschen in Solidarität mit Griechenland auf die Straße zu bringen, das wäre ein gewaltiger Fortschritt. Wir müssen uns an die Seite Griechenland stellen. Das ist unsere Aufgabe, die wir einlösen müssen. Ich leihe mir für meinen Text einige Textzeilen von Günter Grass. Günter Grass hat ein fantastisches Gedicht in Solidarität mit Griechenland geschrieben. Es ist ein zweites von Ihnen in den letzten Jahren geschriebenes politisches Gedicht. Und ich bin mir sicher, dass die Herrschenden wieder schreien werden, es wäre keine Literatur. Literatur, die Probleme anspricht, ist für die Herrschenden immer Unliteratur. Literatur, die Probleme verschweigt, ist für die Herrschenden noch dichter ran und ist für die Herrschenden dann Literatur. Schauen Sie, das Gedicht hat die Überschrift Europa Schande. Und reden wir zuerst über Schande. Über die Schande einer Regierung, deren Politik so ist, wie dieses Gebäude aussieht. Kalt und abweisend. Das ist die Politik dieser Bundesregierung. Nicht nur gegenüber Griechenland, sondern auch gegenüber den Menschen im eigenen Land. Das ist eine Schande. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht irgendwann über unsere eigene Schande reden müssen. Unsere eigene Schande, wenn wir es nicht schaffen, in allen europäischen Ländern uns an die Seite von Griechenland zu stellen, uns an die Seite einer linken Regierung zu stellen. Wenn wir Griechenland alleine lassen, haben wir die Kämpfe im eigenen Land verloren. Das müssen wir heute deutlich machen, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt brauche ich meine Brille, um die Zeile von Günter Grass zu erkennen. Er hat geschrieben, das sind nur kleine Einzelzeilen, geistlos verkümmern wirst du, ohne das Land, dessen Geist dich Europa erdachte. Ja, lassen Sie uns noch ein Stückchen griechischen Geist, griechischen Kampfeswillen nach Deutschland importieren. Das wäre doch was, wenn dieser Geist bei uns sich verbreitet. Griechenland braucht heute Zeit, die griechische Regierung, sie braucht einen Schuldenschnitt ohne einen Schuldenschnitt, weil es sind nicht die Schulden des griechischen Volkes, sondern es sind Schulden, die Menschen gemacht haben, die in hohem Reichtum leben. Griechenland braucht einen Schuldenschnitt und Griechenland braucht viel Solidarität, überall in der Welt und auch hier, insbesondere in Deutschland. Griechenland muss aus den Klauen der Troika befreit werden, damit Griechenland sich erneuern kann. Soziale Verhältnisse, Arbeitslosigkeit muss bekämpft werden, Gesundheit, Einkommen. Griechenland muss investieren können in Menschen, in die Köpfe der Menschen, damit sich Wirtschaft auch in diesem Land wieder entwickeln kann. Darum muss man kämpfen, deswegen Schuldenschnitt. Und Griechenland braucht einen anderen Umgang in Europa. Dieses Land und seine Politiker werden abgekanzelt, von oben herab behandelt. Die Regierung strahlt die Bitternis, die Kümmernis, das Verkümmern dieses Finanzminister Schäuble aus. Er ist die Bitternis und ich kann es ja verstehen, wenn er seine Konkurrenten sieht. Jung, agil, angreifen, eine andere Politik präsentieren. Da muss ein Schäuble dran verzweifeln. Das sieht man doch in diesen sogenannten Verhandlungen. Deswegen wäre es doch ganz gut, wenn man ein Stückchen davon lernen würde, hier in diesem Deutschland. Ja, so, Günter Grass schreibt, als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land, dem Dank zu Schulden ist. Na, stimmt das? Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land, dem Dank zu Schulden ist. Kann man nicht die Zeilen von Günter Grass aufnehmen? Ich finde den Ton aus Berlin untragbar. Aber das war nicht immer so. Es hat griechische Regierungen gegeben, Griechenland, von Papadopoulos und Patakos. Diese Faschisten haben in Deutschland West offene Türen gehabt. Die Bundeswehr hat mit dieser griechischen Armee zusammen Manöver durchgeführt.
Strauß war ein enger Freund der griechischen Faschisten. Da war diese griechische Regierung willkommen. Ich finde, auch die Verantwortung dieser Mehrheitspartei im Bundestag zu ihrer eigenen Geschichte, die Faschisten gehätschelt hat, umarmt hat, diese Verantwortung muss man ansprechen. Darüber dürfen wir nicht weggehen und das dürfen wir ihnen nicht nachsehen. Und das hat eine lange Spur der Vernichtung. Ich finde das besonders empörend, dass die Forderung der griechischen Regierung nach Begleichung der Kriegsschulden Deutschlands, nach Reparationskosten, so von oben herab ohne Verhandlung zurückgewiesen wird. Das ist moralisch schändlich, das ist politisch falsch, das ist unakzeptabel. Wir haben es mit einer moralisch schändlichen Haltung der Bundesregierung zu tun. Und ich möchte, dass das ausgesprochen wird. Wir müssen als Linke, macht ja kein anderer, einen Antrag in den Bundestag einbringen, dass wir verlangen, dass diese Kosten, die berechtigt sind, die moralisch berechtigt sind, politisch berechtigt sind, dass diese Kosten bezahlt werden und endlich bezahlt werden. Sie sind viel zu lange offen geblieben. Ich glaube, dass wir eine solche Politik brauchen, dass wir uns zu der moralischen Schuld Deutschlands bekennen und die heißt, man muss die Kosten bezahlen. Ausgleichen kann man den Massenmord sowieso nicht mehr. Das ist deutsche Verschuldung. Das ist auch daran misst sich eine Regierung, ob sie bereit ist, hier zu sagen, ja, wir stehen dazu, ja, wir wollen unseren Beitrag leisten, damit das beendet wird. Ich finde, eine solche Politik wäre notwendig und ich bitte Sie sehr, lassen Sie sich nicht irre machen von Argumenten, die sagen, die Griechen wollen jetzt schon wieder Geld haben. Griechenland fordert, dass das, was der Bevölkerung dieses Landes angetan wird, beendet wird und das, was in der Geschichte passiert ist, endlich aufgearbeitet wird. Und vor dieser Aufarbeitung drückt sich diese Bundesregierung und das darf man doch nicht hinnehmen, liebe Freundinnen und Freunde. So. Man kann viel auch kritisieren an dieser neuen Regierung, die erst kurz im Amte ist. Das sollten wir mächtig tun, wenn wir unsere Pflicht getan haben. Alle, die bereit sind, in Deutschland, in Europa, für eine andere Politik zu kämpfen, haben das Recht auf Kritik. Wer das nicht tut, sollte seine Töne etwas mäßigen. Auch das finde ich wichtig. Durch die Tat können wir beweisen, dass wir solidarisch sind. Und um diese Tat bitte ich Sie, um diese Tat müssen Sie von uns abfordern, die wir im Bundestag sitzen, wenn wir zu irgendwas nützlich sind. Das ist unsere Aufgabe, solche Fragen zu stellen und nicht nachzulassen, zu sagen, wir wollen eine andere Politik, auch in Deutschland. Unsere Feinde sind nicht die griechischen Rentner, die Rheinmachefrauen, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Auch die Gewerkschaften müssen begreifen, dass man in Deutschland draufzahlt, wenn man Griechenland nicht verteidigt. Das muss deutlich werden. Herzlichen Dank.